Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte ja schon das Ankündigungsvideo mit dem Gewinnspiel gemacht, auch hier nochmal der Hinweis. Irgendwo im Video wird hier ein Buchstabe aufploppen und den müsst ihr euch notieren. Dann kommen noch mehr Videos in den nächsten Tagen, also alle zwei Tage kommt ein Video, wo ein Buchstabe drin versteckt ist. Die müsst ihr dann, alle steht auch in der Videobeschreibung, da ist ein Link zum Google Doc Dokument, müsst ihr das hinschicken. Und dann könnt ihr euch aussuchen, also da sind, könnt ihr auch Punkt 1 und 2 angeben, wenn das so klappt, wenn ich das so machen kann, welche Produkte ihr haben wollt. Eins natürlich das, was ihr unbedingt wollt, und zwei Ausweichprodukt, falls Nummer 1 nicht mehr da ist. So, wir werden jetzt auch mal rüber switchen in die Unboxing-Ansicht. So, und da sind wir auch schon in der Unboxing-Ansicht. So, wir haben hier zwei Stück. Oh. Vielleicht hört ihr das ja auch, bei uns ist hier gerade Weltuntergang. Ja, das sind zwei Steckdosen von Ucomen. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Smart Home, Smart Life steht hier drauf. Flexible Sockets, USB. Hier ist aber nichts mit irgendeiner App oder so. Also es wird normal, normale steckt. Oh, so ja, ultra flach. Ultra flach, damit ihr sie auch hinterm Schrank machen könnt. Ja, da werden wir mal eine auspacken. Rein theoretisch sollten sie bunt sein, weil ich wollte sie unbedingt in bunt für meine Tochter. Ja, es sind die bunten. Die sollen nämlich ins Kinderzimmer bei meiner Tochter, damit da ein bisschen Farbe reinkommt. So, oh, ey, der Kabel ist aber fett. H05VV-R3G 1,5 Quadratmeter. Oh Gott, ich schwitze. Also der Kabel sieht richtig fett aus. Werden wir auch gleich mal aufmachen. So. Ach, Moment. Ach, das war die Kleine. Ob ich noch eine Badebombe habe? Naja. So, richtig schöner, dicker Kabel. Ich werde mal gucken, ob ich das halt... Ja, Autofokus haut mal wieder hin. Ja, will er gerade nicht. Aber ihr könnt es ja sehen, im Verhältnis zu meinem Finger, wie dick der Kabel eigentlich ist. So. Auch die Befestigung hier ist richtig stabil. Was haben wir hier? Dreieckige Schrauben. Ja. Und dann können wir das nämlich so kombinieren, wenn wir das wollen. Oder halt als Würfel machen. Ja, das mit dem Kabel schiebt sich jetzt gerade ein bisschen beiseite. So. Hier haben wir einen An- und Ausknopf. Also kann man prima auf den Boden und kann man, der ist doch schön straff. Also nicht zu weich, richtig schön straff. Kann man mit dem Fuß schön treten. Die Farben sind auch schön. Nicht zu grell, nicht zu blass. Ja. Kann man dann auch so machen. So rum geht es jetzt nicht. Also da hätte man... Ja gut, das ist eigentlich an der richtigen Stelle. Na gut, hätten sie den jetzt hier ran gemacht, hätte man das vielleicht auch noch ein bisschen in eine andere Richtung machen können, aber
So, wir wollen mal aber jetzt gucken, was hier alles dran ist. So, wir haben hier 5V 2.4A, also 5 Volt, 2 Ampere, 2,4 Ampere, Entschuldigung, total auf für zwei USB. Auch hier, die sind gut drin, die gucken nicht raus, gar nichts. Und ein, zwei Steckdosen und den Schalter. Ein bisschen fester hätte es vielleicht noch sein können. Also es hält, aber hier mit dem Kabel, das ist halt ein bisschen locker, aber... Entschuldigung, man kann es auch so machen. So. Dann kann man sich das so... Obwohl ich das eigentlich auch ganz geil finde, so als... Als L. Ja, man kann so ein bisschen rumspielen. Und saugeil ist halt, es ist halt ein dünner Kabel. Ja, ist wirklich saudünn. Der kommt dann in die Steckdose praktisch bis hier rein. Und nur das Stück guckt raus. Ja. Also könnt ihr praktisch, wenn ihr in eine Wandsteckdose reinmacht und ihr habt ja meistens unten so eine kleine Zierleiste, könnt ihr immer noch hier einen Schrank ranstellen, ohne dass der zu weit weg steht von der Wand, weil der halt hier schön dünn ist. Ja, so habe ich meine Stromkabel auch. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, aber wenn der so dünn ist, wir haben ja nichts zum Rausziehen. Hier oben ist so eine Lasche. Ja, seht ihr das? Und dann könnt ihr da rein und den Stecker aus der Wand ziehen. Und der ist wirklich ultra flach, ist voll geil. Aber die Verarbeitung ist gut. Also ich sehe auch nichts irgendwie, dass hier irgendwas überguckt oder so. Also von der Verarbeitung gefällt es mir. Wir können ja auch mal... Ich habe ja, wo habe ich denn da? Strom reinmachen. So. Dass ihr das mal sehen könnt. So, hier leuchtet es halt rot. Und so nicht mehr. Und wo haben wir denn? Ach ja, oben habe ich noch meinen USB. Ach Gott. So, dann haben wir den einfach mal hier rein. Und so, dann machen wir mal hier den USB rein. So, ich mach mal so, damit ihr das seht. Ja? Also es lädt auch gar nicht. Erst wenn ich hier wieder drücke und der Punkt leuchtet. 72% habe ich. Normale Ladegeschwindigkeit, also nicht zu langsam. Aber auch keine 80 oder 100 oder 120. Weil sonst würde hier Highspeed-Laden stehen. Ist nicht. Und wenn wir jetzt hier natürlich drauf drücken, ist hier oben der Blitz wieder weg. Und wir machen wieder an und es lädt wieder. Und wir können ausmachen und es lädt nicht. So. Und mit dem Rausziehen, genau hier seht ihr das. So. Der ist ultra flach. Ultra flach hier drin, seht ihr das? Ja, das ist eine alte Steckdose. Normalerweise ist das auch weiter drin. Das ist sehr, sehr altes Ding. Noch aus DDR-Zeiten. Ja, und wenn ihr das ist jetzt praktisch der Wandadapter, wenn ihr das raus haben wollt, einfach hier umlegen und rausgezogen. Ja? Ich zoome nochmal raus. So. Und einfach so und rausziehen. Passt alles wunderbar. Ja, da wird sich meine Tochter freuen. Die steht ja eher so Farbe. Ich ja nicht. Ich bin ja eher so. Für mich ist es ja eher so alles schwarz. Oder weiß auch okay. Mal, wenn es
zum Beispiel auf der Couch, da würde keine schwarze Steckdose hinpassen, weil die weiße Wand da ist und so. Würde ein bisschen kacke aussehen. Ja, aber meine Tochter ist da eher für Farbe, die mag das eher. Meine Frau auch, die kleine Tochter auch. Ja, da bin eher nur ich so, der das nicht so farbig mag. Werde die aber, bevor sie sie kriegt, werde ich sie wahrscheinlich hier nochmal am Sofa eine Weile testen. So. Gucken wir, ob da bei dem anderen auch noch bunte drin sind. Weil ich wollte ja zwei bunte eigentlich für Josies Zimmer. Also einen für den Schreibtisch. Ja, also dass sie hier halt praktisch am Schreibtisch USB für ihr Handy hat und ihr Tablet. Ja, und zweimal Strom halt einmal für ihre Lampe. Ja, sie hat ja eine Lampe. Und einmal für den Verstärker, wenn sie da am Schreibtisch sitzt und Gitarre spielt. Oder halt dann irgendwas anderes. Weil sie braucht da am Schreibtisch nicht so viel. Und einmal halt so ein Adapter für PlayStation und Fernseher. Ja, einmal für PlayStation, einmal für Fernseher. Ja, und der Fire TV, der läuft ja über den Fernseher mit bei ihr. Deswegen braucht sie da halt nur zwei. Dann können sie da auch neben dem Fernseher auf dem Dreiecksregal auch noch was Buntes haben. Da freut sie sich. So, wir werden aber hier auch nochmal reingucken, ob jetzt hier nochmal bunt oder vielleicht schwarz oder weiß drin ist. Auch nochmal bunt. Schön. Wenn wir hier nochmal reingucken, ist das hier vielleicht ein bisschen straffer. Ja, minimal straffer. Ich weiß gar nicht, kann man das denn nochmal anziehen hier irgendwie, dass es dann halt noch fester ist? Aber ich habe so einen dreieckigen Schraubenzieher nicht und die haben auch hier mitgeschickt, also denke ich mal nicht, dass das beabsichtigt ist. Oh Gott, ist das klein geschrieben. Da stehen auch nur die Daten drauf. Oh Gott, mir läuft schon mal die Soße. Da stehen auch nur die Daten drauf vom USB und Strom und Kabel und hast nicht gesehen und Gesamtlast. So. Obwohl, da werde ich wahrscheinlich eher einen nur bei Josie reinmachen. Weil ich habe ja noch eine andere bunte Steckdose, was ihr demnächst sehen werdet. Die ist kombinierbar, wenn man halt mehrere braucht. Dann könnt ihr auch euch auf was freuen. Die wird dann für die Kleine sein. Einmal für ihre Tony-Box und einmal für das Nachtlicht. Da wird die sich auch freuen. Hat die eine bunte Steckdose, sieht auf jeden Fall besser aus als. Die hat auch einen schwarzen Klotz jetzt drin, weil hat er halt keine anderen. Da werden sie sich freuen, die Kids. Da werden sie sich mega freuen. So, das soll es jetzt auch zu dem Video gewesen sein. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, ich mache das mal so hin, damit ihr das mal seht. Wenn ihr dazu noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich werde die jetzt auch parallel testen. Muss ich nur gucken, wo ich die jetzt überall anbaue, um die alle zeitnah testen zu können. Der Josie kriegt Ene kommt erstmal in eine Küche zum Testen. Am PC muss ich auch an der PC-Ecke und an der Couch. Habe ich noch so ein paar, wo ich halt öfter Strom brauche, um die alle testen zu können. Und ja, dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.